In vielen Landesteilen zeigen sich aufgrund der hohen Temperatursummen die Getreidebestände mit einem deutlichen Wachstumsvorsprung gegenüber dem langjährigen Mittel. Sie sind oft gut und üppig entwickelt, Wasser und Nährstoffe sind verfügbar, einem ungestörten Wachstum steht also nichts im Weg. So könnte man denken, wären da nicht diverse Pilzkrankheiten, welche ebenfalls von diesen günstigen Bedingungen profitieren und sich dann unter Umständen epidemisch ausbreiten. Wir sprachen vor kurzem bereits über T1-Fungizide. Hier waren Unix Pro und auch Kajak als Grundlage unserer Antwort auf frühe Halmbasis- und Blattkrankheiten. Heute steht die Gesunderhaltung der genauso wichtigen oberen Blattetagen im Mittelpunkt. Und wenn Sie erfahren möchten, was wir jetzt empfehlen, dann folgen Sie dem heutigen Feldreport. Ich melde mich heute von unserem Versuchsstandort in Rothenschirmbach im südlichen Sachsen-Anhalt. Nach einem warmen Start zeigt sich der April jetzt typisch für die Jahreszeit eher kühl und feucht. Das Pflanzenwachstum ist etwas gebremst, wir haben aber immer noch sehr gute Bedingungen für die Entwicklung der Schadpilze. Zuerst wollen wir einen Blick auf die Wintergerste werfen. Hier befinden wir uns im Farnblattstadium und in frühen Regionen wurde auch schon vom Grandspitzen berichtet. Also Achtung! Den wichtigen zweiten Wachstumsreglertermin bitte nicht verpassen. Vermehrt gibt es bereits Anfragen zur fungiziden Abschussbehandlung in der Gerste. Breiten und vor allem Dauerwirkung sind in diesem frühen Jahr besonders gefragt und robuste Aufwandmengen sind wichtig für den Erfolg. Eine besondere Rolle spielen unter diesen Bedingungen die Carboxamid-Fungizide. Elatus Era als Vertreter dieser Klasse kommt mit 1,0 Liter je Hektar zum Einsatz und bekämpft breit und lang Rhynchosporium, Netzflecken, Zwergrost und Ramularia. In Ramularia-Schwerpunktgebieten ist der Zusatz von Vollpan die perfekte Ergänzung. Hier empfehlen wir Elatus Era Vollpan mit 1,0 plus 1,5 Liter je Hektar. Hier in Rothenschirmbach auf Löss ist natürlich auch der Winterweizen im Anbau. Momentan bewegen wir uns hier in Bebisjahr 32. Frühe T1-Maßnahmen bitte zum Abschluss bringen, denn auch beim Weizen gibt es schon Frühstarter, die sich in Richtung 37 bewegen. Die momentane Witterung begünstigt den Befall mit Septoria tritici sowie Gelb- und Braunrost. Auch hier ist Elatus Era mit 1,0 Liter Hektar die Standardempfehlung zum Erhalt der oberen Blattetagen. In Gebieten mit hohem Weizenanteil bietet sich gerade unter feuchten Bedingungen in anfälligen Sorten ebenfalls der Zusatz von Vollpan mit 1,5 Liter Hektar an. Der Multisite-Wirkstoff bietet zusätzlichen Schutz gegen Septoria tritici, auch im Hinblick auf die Resistenzentwicklung. Bei bereits vorhandenem Befall mit Septoria tritici ist möglichst viel Kurativität gefragt. Jetzt wird durch den Zusatz von Simpara mit 0,33 Liter je Hektar das Carboxamid-Azol-Verhältnis in Richtung Azol optimiert, um die heilende Wirkung zu sichern. Im Weizen mit seiner langen Reifephase sind Fungizide in der Ähre oder Blüte meist unverzichtbar. Amister Gold mit 1,0 Liter Hektar sichert vor Rosten, Septoria-Arten und Schwärzepilzen. Gretec mit 0,5 Liter Hektar ist eine weitere Möglichkeit. Es ist ein flexibler Mischpartner gegen die genannten Abreifekrankheiten und kann bei Bedarf um einen Fusariumpartner ergänzt und komplettiert werden. Sind wir auf den etwas leichteren D-Standorten, wird Winterrocken oder auch Wintertritikale im Anbau favorisiert. Der Hauptfeind Nummer 1 sind hier die Rostarten. Und auch hier ist Elatus Era mit 1,0 Liter Hektar unsere Empfehlung, denn Dauerwirkung gegen Roste im Blattbereich ist wichtig für den Ertrag. Beim Überschreiten der Bekämpfungsrichtwerte ist Schutz vor Schadinsekten in allen Getreidearten wichtig. Ob Getreidehähnchen im Blattbereich oder Blattläuse in der Ähre, Karate-Zeon mit seiner Kapseltechnologie bietet mit 75 Milliliter Hektar Schutz vor beißenden und saugenden Insekten. Kommen die Eisferien noch? Auch Kälte ist ein Stressfaktor. Biostimulantien können abiotischen Stress für die Pflanzen minimieren. Megafol mit 2,0 Liter Hektar ist jetzt nach EU-Düngeproduktverordnung CE geprüft und in diesem Bereich mit seiner breiten Mischbarkeit unsere Empfehlung. In puncto Applikation kann man viel richtig, aber auch viel falsch machen. Kropweis liefert Infos zu Abstandsauflagen, gibt Empfehlungen zum Spritzwetter, zur Düsenwahl und weiteren Einstellungen wie Druck und Geschwindigkeit und ist damit die ideale App rund um die Applikation.
Damit möchte ich mich für heute verabschieden und wünsche maximale Erfolge in Feld und Flur.